Das Riesenbaby. Die Sonne stand hoch am Himmel und es war so heiß draußen, dass Rocky nach Luft hechelte. Puh. Rubble, Marshall und Sky machte die Wärme nicht so viel aus. Hi, Rocky! Wegrutschen! Komm schon, ich bin dabei! Die vier flitzten zum Spielplatz hinüber, wo die große Rutsche stand. Sky wollte zuerst hinauf, sprang aber mit einem Satz wieder herunter. An der Leiter verbrennt man sich ja die Pfoten. Oh, das ist aber schade. Heute ist es zu heiß fürs Bettrutschen. Wartet. Deshalb habe ich ja das hier. Wozu war Marshall schließlich ein Feuerwehrhund? Im Nu hielt er den Wasserschlauch genau auf die Rutsche. Bettwasserrutschen! Ich zuerst! Sky konnte es gar nicht mehr erwarten. Tada! Das machte noch viel mehr Spaß, als sie gehofft hatte. Das ist wassertastisch! Sky, guck mal, ich kann mich einmal um mich selbst drehen. Jetzt sauste auch Rubble die Wasserrutsche hinunter und machte wirklich einen prima Salto. Ich bin dran! Es geht los! Marshall war so übermütig, dass er viel weiter rutschte, als er gedacht hatte. Marshall von oben! Und auf den Köpfen seiner Freunde landete. Entschuldigt, ich dachte, die Rutsche wäre länger. Länger? Das war doch Rockys Stichwort. Gute Idee. Ich glaube, ich hab da was. Dem kleinen Mischling fiel schließlich immer etwas ein. Wenig später stand er vor seinem Recycling-LKW und kramte in seinen Sachen. Genau richtig. Mit einer orangefarbenen Matte lief er zu den anderen zurück und breitete sie direkt am Ende der Rutsche auf dem Boden aus. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Marshall, Wasser, Marsch. Im Nu war nicht nur die Rutsche nass, sondern auch die Matte. Sky musste das sofort ausprobieren. Pfoten los! Sie sauste die Rutsche hinunter und dann noch weiter über die nasse Matte. Super rutschig! Jetzt war Rubble an der Reihe. Drehte einen Purzelbaum nach dem anderen, bekam dabei aber zu viel Schwung. Rubble! Hast du dir wehgetan? Von wegen. Nochmal! Chase genoss den heißen Tag auf seine Weise und ließ sich von Ryder das Fell bürsten. Oh, das ist die Stelle. Oh, nein, das ist die Stelle. Oh, warte, das ist die Stelle. Aber Ryder wurde abgelenkt. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, hier ist Captain Tollpatsch. Ich habe ein ein riesengroßes Walproblem. Oh nein, Captain Tollpatsch steckt in einem Wal fest. Nicht in einem Wal, daneben. Das Walbaby hat sich erschreckt und ist auf den Strand geschwommen. Oh oh, der Babywal ist also gestrandet? Ja, es besteht die Gefahr ernsthafter epidermaler Dehydrationskomplikationen. Bitte, was? Auch bekannt als allgemeine Austrocknung. Kannst du mir helfen, Ryder? Klar, und ich bring Verstärkung mit. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Sky sauste gerade wieder die Wasserrutsche hinunter, als die Chips an den Halsbändern der Fellfreunde zu blinken begannen. Paw Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Sofort flitzten alle los. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Wartet auf mich! Irgendwie konnte er vor der gläsernen Fahrstuhltür nie rechtzeitig abbremsen. Nichts passiert! Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und während er die Fellfreunde nach oben in die Zentrale brachte, wo Ryder auf sie wartete, schlüpften diese in ihre Einsatzanzüge mit den dazugehörigen Helmen und Rucksäcken. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr gekommen seid. Ein armer kleiner Wal steckt in Schwierigkeiten. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein und Captain Tollpatsch erschien. Er muss zurück ins tiefe Wasser. Und zwar schnell. Er vermisst bestimmt seine Mama. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Rubble? Könntest du einen Kanal graben, damit das Wasser den Babywal erreicht? Wenn dann die Flut kommt, kann der Wal ins Meer gleiten. Rubble ist der Retter. Marshall. Für dich habe ich auch eine Aufgabe. Du wirst den Wal nass spritzen, bis die Flut kommt. Ja, ich mache den Babywal nass. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alle machten sich bereit, um dem Riesenbaby zu helfen.
Nacheinander sausten sie die große Rutsche hinunter, die direkt aus der Zentrale ganz nach unten führte, wo ihre Fahrzeuge standen. Als erster sprang Rubble in seinen gelben Bagger und machte die Schaufel startklar. Dann hüpfte Marshall in sein Feuerwehrauto, überprüfte die Schläuche und natürlich die lange Leiter. Ryder griff nach seinem Helm und schwang sich dann auf sein rotes Quad mit den vier dicken Reifen. Jetzt konnte es losgehen. Die drei nahmen den kürzesten Weg hinunter zum Strand, wo Captain Tolpatsch ihnen schon von Weitem zuwinkte. Er stand neben einem Wal, der zwar ein Baby, trotzdem aber ziemlich groß war und in einer Sandkuhle lag. Die Helfer auf vier Pfoten sind zur Stelle. Danke, Ryder. Ich schaffe es einfach nicht, den Babywal nass zu halten. Keine Sorge. Wenn er es nicht ins Wasser schafft, dann kommt das Wasser zu ihm. Marshall, leg los! Der Feuerwehrhund lenkte sein Feuerwehrauto direkt neben den Wal und fuhr die Leiter aus. Ganz oben an der Spitze hing ein Schlauch, aus dem jetzt Wasser strömte und den Babywal von oben nass machte. Dann sprang Marshall auf den Boden und schaltete die Wasserdüsen an seinem Rucksack ein. Jetzt gibt's eine schöne Abkühlung für dich. Dem Wal gefiel das sehr. Er sperrte sein Maul auf, um einen großen Schluck zu trinken und spuckte einen dicken Strahl dann direkt auf Marshall, der sich ein Stückchen weiter unter einem Haufen Sand wiederfand. Volltreffer! Der kleine Wal kann echt gut zielen. Sorg dafür, dass der Kanal schön breit ist, Rubble. Wir brauchen viel Wasser, damit der Plan gelingt. Ich schaufel los! Rubble fuhr mit seinem Bagger immer wieder um den Wal herum und schaufelte dabei so viel Sand weg, wie er nur konnte. So wurde der Graben immer tiefer und tiefer. Ich bin hier fast fertig, Ryder! Gleich kommt die Flut. Dann werden wir sehen, ob alles klappt und der Wal hinausgleiten kann. Ich baggere noch den Damm weg, damit das Wasser rein kann. Dazu benutzte die Bulldogge die kleine Schaufel am Rucksack. Rubble ist der Retter! Gerade noch rechtzeitig. Da kommt das Wasser! Es steigt höher und höher! Komm schon, Wasser, höher! Aber es reichte nicht. Ich fürchte, die Flut kommt nicht höher als bis hier, Ryder. Ich weiß vielleicht, wie wir ihn ins Wasser kriegen mit einem kräftigen Schubs. Okay, dann mal los. Eins, zwei, drei, schieben! Sie schoben so doll sie konnten. Aber der Wal bewegte sich nicht von der Stelle. Er war einfach so groß und zu schwer und musste jetzt auch noch niesen. So stark, dass die Freunde ein ganzes Stück durch die Luft segelten. Gesundheit! Ryder, Rubble, Captain Tolpatsch und Marshall machten, dass sie zu dem Babywal zurückkamen. Aber was war das für ein Geräusch? Hey, klingt wie ein anderer Wal. Gut möglich. Wale unterhalten sich immer mit Gesängen. Der Captain schaute durch sein Fernrohr. Es ist ein anderer Wal. Das ist bestimmt seine Mutter. Sie schwimmt direkt auf uns zu. Gute Nachricht, deine Mama kommt. Der Babywal sah auf einmal ganz glücklich aus. Aber der Captain nicht. Das ist gar nicht so gut. Wenn sie zu dicht rankommt, bleibt die Walmutter vielleicht auch stecken. Zwei gestrandete Wale sind zwei zu viel. Captain Tolpatsch, Wale mögen doch keinen Lärm, oder? Oh ja, eine katastrophale Kakophonie. Oh, ich meine, vor lauten Geräuschen haben sie Angst. Dann müssen wir genug Lärm machen, um sie vom Strand fernzuhalten. Ryder schaute den kleinen Wal an. Vielleicht hältst du dir lieber die Ohren zu. Der Wal legte die Flossen an die Ohren. Jetzt konnte es losgehen. Dann machen wir mal Krach! Sie wird langsamer. Gut, aber wir wollen doch, dass sie umdreht. Hey Marshall, jetzt werden wir mal richtig laut. Wozu hatte der schließlich ein Feuerwehrauto? Ja, sie schwimmt weg! Ja. Aufmerksam schaute Captain Tolpatsch wieder durch sein Fernrohr. Die Walmutter schwamm jetzt aufgeregt hin und her. Tja, wer weiß, wie lange sie da draußen bleibt. Wir müssen den kleinen Wal wieder ins Wasser kriegen. Schnell! Aber was konnten sie noch tun? Die Flut kommt nicht hoch genug. Ich weiß, vielleicht könnte Rocky etwas bauen, damit der kleine Wal wieder ins offene Meer rutschen kann. Sowas haben wir heute Morgen im Park gemacht. Genial! Rocky machte sich sofort auf den Weg zum Strand, als er hörte, dass er gebraucht wurde. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Rocky.
Rocky weiß, wie es geht. Er ließ die orangefarbene Matte in den Sand fallen. Okay, Rocky. Roll es in den Kanal. Der kleine Mischling breitete die Matte so aus, dass sie vom Wal direkt ins Wasser reichte. Super. Marshall, kannst du die Matte nass machen, damit sie glatt ist? Na klar. Schnell setzte der Feuerwehrhund seine Wasserschläuche in Gang. Sehr gut. Jetzt müssen alle Pfoten zusammenhalten. Eins, zwei, drei und schieben! Dieses Mal funktionierte es. Der Babywal rutschte auf der nassen Matte direkt ins Wasser und schlug vor Begeisterung so heftig mit seiner Schwanzflosse, seiner Fluke, dass Rocky auch etwas davon abbekam. Nein, ich bin ganz nass. Seht mal! Der Babywal schwamm direkt zu seiner Mama. Und die beiden waren überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein. Mach's gut, kleiner Wal. Du wirst uns fehlen. Und pass auf dich auf! Rubble winkte den beiden nach und schniefte. Was hast du, Rubble? Bei, sowas muss ich weinen. Hat einer von euch Hunger nach der Rettungsaktion? Ich auch! Selbst Captain Tollpatsch jaulte. Ich auch! Also, mir ist natürlich klar, dass ich kein Hund bin. Aber ich habe auch ganz schön großen Hunger. Deshalb habe ich immer ein bisschen getrockneten Tintenfisch in meiner Tasche. Super lecker. Der Tintenfisch schien aber ziemlich zäh zu sein. Wollt ihr auch? Nein, danke. Ich bin satt. Wie gut, dass Ryder immer ein paar Leckerlis dabei hatte. Hier, bitte sehr, Freunde. Wir haben alle einen Strandtag verdient. Ja. Die Fellfreunde genossen den Tag am Strand in vollen Zügen. Ja. Klasse. Sie schwammen, sausten auf der nassen Matte über den heißen Sand, spielten Ball, bauten Sandburgen, futterten Leckerlis und hatten gemeinsam jede Menge Spaß. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.